Okay, Broforce Singleplayer. Mal ein bisschen damit rumspielen. Mit X- und Z-Tasten geht's los. Nochmal Arcade-Campaign. Hier sieht man auch schon gleich die Krux des Spiels. Eigentlich ist der ganze Kram nicht für Singleplayer gedacht, sondern tatsächlich für Multiplayer. Aber es geht auch so. Die Hauptdarsteller des Gemetzels dürften bekannt sein: John McClane und Co. Guten alten Testosteron-Schlampen aus den 80ern. In dem Fall soll es wohl irgendein Dolph Lundgren darstellen. So, im Prinzip ist das Spiel ganz simpel: man läuft in der Gegend rum, macht alles kaputt, was geht, befreit irgendwelche Typen. Macht alles andere kaputt. Wie man hier sieht, ist man jetzt auf einmal Chuck Norris, der Texas Ranger, weil der andere kaputt ist. Man kann eben alles kaputt machen. Eigentlich geht es auch nur darum, Sachen kaputt zu machen. Man kann auch die Taste die ganze Zeit gedrückt halten und einfach warten, bis der Ruby kommt und weg. Zack! Macht einen halben Spaß, aber man muss schon einen gewissen Faible für uralt Kram haben. Die Bedienung bei dem Programm ist übrigens vollkommen simpel. Die Pfeiltasten links, rechts, rauf, runter. Und dann gibt es noch eine Taste zum Ballern, Ballern, Ballern. Eine Taste zum Werfen von Granaten, beziehungsweise hier irgendwelchen komischen Lenkraketenzeugs. Ani hat mal wieder was Größeres. Und für High Fives, beziehungsweise Messerattacken. Wofür auch immer. Das ist auch schon das ganze Spiel, und ansonsten geht's immer weiter laufen, 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 sterben. Aber man kann auch abkürzen, ohne beim Level ernsthaft irgendwie groß was zu machen, wenn man denn möchte. Nachdenken oder ballern? Ihr seht, Ballern statt Nachdenken ist hier durchaus einigermaßen legitim. Ballern ist eindeutig die bessere Idee. So, genug gespielt. Nächster Suizid. So, Broforce, großer Hype, macht einen halben Spaß, vermutlich nicht allzu lange. Mehrspieler, super gut. Singleplayer, aber für den Preis ist es allemal wert und wer weiß, wie das Ding am Ende aussieht. Auf jeden Fall ist es nichts für irgendjemanden, der nicht Spaß am C64 hatte oder an einem alten Amiga Atari. Oder sogar noch an irgendwelchen großen Automaten rumgestanden hat. Wer Grafikkram will, ist hier völlig falsch. Aber dafür kann man ziemlich viel Kram machen. Und tschüss.